Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute sind wir bei den Mickey Customs drin. Mal gucken, was sich hier alles jetzt so reißen. Ich denke mal, egal ob ich jetzt instant vielleicht sterbe oder nicht, werde ich das auf jeden Fall als Video machen. Je nachdem, eben halt, umso länger es ist, umso weiter werde ich wahrscheinlich kommen. Mal gucken, ob ich vielleicht sogar noch eine zweite Runde spielen kann. Mal gucken, was ich jetzt so bekommen kann. Ich glaube, 5 Kills und Siege eben halt, dann kann man Preisgeld bekommen. Irgendwie 50 Euro oder so. Mal gucken, wie ich hier so abschneiden werde. Oh, Digga. Darauf habe ich schon wieder gar keinen Bock, wenn dann early nicht mal irgendeine Waffe zu sehen ist. Dann fliege ich lieber nach Junction oder auch nach Haunted weiter. Irgendwo ohne Waffe ist. Hier ist eine Waffe. Weise. Ganz weise. RIP. Ich hab ihn. Oh mein Gott. Digga, als ob. Holy shit. Weiß jetzt, Medkit. Kann drüber streiten, ob das nicht etwas over the top war. Erst Kill. Der Gegner war aber auch verdammt lost. Wenn ich easy hätte mit Attack bekommen können. Wie wir alle wissen, Silent Scar ist mehr Single-Shot-Stärke. Weise. Ganz weise. Lala. Digga, von wo? Holy shit. Ah, kritischer. Da vorne ist einer. Jetzt bin ich in der Sandwich-Position, also in der Position, in der ich Gegner sandwiche. Mich selbst gesandwiched hatte. Was ja grundsätzlich schon mal eine relativ gute Position ist. Muss er mit der Silent Scar viel mehr auf Single Shot gehen? Es hat mir jetzt viel Leben gekostet.
den nicht mehr regenerieren kann. Oh, Mann. Was nervt es hier immer hier, das ganze Bild verziehen. Schade. Vielleicht finde ich noch eine Runde. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses kurze, knackige Video gefallen hat. Ja, das heißt kurz, 10 Minuten sind es am Ende doch eben halt. Allerdings werde ich hier mal ein bisschen schneiden. Mal gucken. Ansonsten würde ich mir natürlich über eine Bewertung auf dem Video freuen und schreibt gerne Feedback in die Kommentare und lasst gerne auch ein Abo da, wenn ihr hier keine Videos mehr verpassen wollt. Und dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß entweder mit den restlichen Runden oder bei anderen Videos, die ihr vielleicht danach schaut.